grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute. Das Thema zum Ende dieser Woche, Gott vor Freude loben. Wir lesen Folgendes im 4. Mose, Kapitel 10, Vers 10. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen, jetzt überspringe ich kurz, sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern, dass sie euch seien Erinnerungsopfer vor eurem Gott. Die Situation war so, dass also immer wieder nicht nur das Opfer gebracht werden sollte, die Brandopfer und so weiter zu den Festen und den vielen, vielen Dingen, die Gott dann so ja auch befohlen und vorgegeben hat, sondern sie sollten das Ganze dann mit Trompeten unterstützen, und zwar als eine Erinnerung, als ein Dank, ein lautes, wahrnehmbares Geräusch, als ein Dank hin zu Gott. Nun, die Frage natürlich, was bedeutet das, was heißt das für uns heute? Ich will es mal in dieser Form ausdrücken. Es ist der Freudenschrei oder der Freudenjubel, wenn man sich über den anderen so sehr freut, weil er kommt, weil er da ist. Wenn zum Beispiel meine Kinder zu den Großeltern kommen, dann freuen sie sich. Und schon im Auto, wenn wir dann also zu ihnen kommen, dann besonders die Kleinen, die rufen dann schon laut, Oma, Opa. Und dann, wenn sie die Tür öffnen und sie ihnen entgegenrennen, da ist da schon Freude. Wenn sich Menschen lange nicht gesehen haben und dann sehen sie sich und sie sind in einer engen Beziehung, dann kann es durchaus vorkommen, dass man sich entgegenrennt und schon von Weitem ruft, Juhu, endlich und so weiter. Das ist hier gemeint, ein Ausdruck der Freude, eine Erinnerung, ja ein Jubelschrei, weil ich den anderen mag, weil mir deutlich wird, wie groß seine Güte und Gnade, seine Liebe ist. Und genau in dieser Form sollte also das Volk Gottes mit den Trompeten blasen und darin etwas akustisch hörbar und sichtbar machen. Es gab noch viele andere Dinge, wo die Trompeten ein Signal waren, aufzubrechen, loszuziehen und zum Kampf und die Ältesten kommen zusammen und so weiter. Hier aber der Sound oder das Geräusch, die Anbetungs Fanfaren will ich es mal nennen, hin zu Gott aufgrund der Opfer. Nun, wir wissen vom Neuen Testament, so sagt es uns der Römerbrief 12, Kapitel 1, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst zur Ehre Gottes sein sollte. Und so darf ich uns auch zum Ende dieser Woche einfach ans Herz legen, in dieser Frage, wie drücken wir denn unsere Freude, unsere Anbetung, unser Lob Gott gegenüber aus? Die Bibel zeigt uns hier, dass es nicht nur blank um das Opfer geht, sondern Gott durchaus möchte, dass wir uns damit hineingeben, unser Herz, unsere Hingabe, wie hier durch diese Trompeten sichtbar und hörbar. Und auch wir dürfen in dieser Form mit einstimmen, natürlich im Gottesdienst, indem wir Loblieder zu Gott singen. Nicht jeder spielt ein Instrument, aber ich kenne es aus meinem Leben, wie schnell man auch einen Chorus mal an einem Tag im Auto oder bei der Hausarbeit singt und spielt in den Herzen hin zu Gott, weil er so groß und herrlich ist. Ich möchte uns einladen, dass wir nicht nur statisch so unsere Beziehung und Gemeinschaft mit Gott leben, sondern auch etwas unseres Herzens, unsere Herzenshaltung mit zum Ausdruck bringen, nämlich Gott, ich will dich anbeten und loben. Die Formen und das, was auch unser Herz da mitschwingen darf, die mögen verschieden sein. Der eine ist dann eher ruhig und andächtig, ein anderer laut und enthusiastisch. Aber Musik und Lobpreis und Anbetung, die Lieder, das sehen wir spielen in der Bibel von Anfang bis Ende eine große Rolle. Die Bibel zeigt uns das in den Psalmen, was ja gesungene Texte waren und viele andere Dinge bis hin zu Jesus, wo wir sehen, dass sie laut rufen und riefen in einer Freude, Hosianna, der König zieht ein und so weiter, bis hin, was Paulus uns lehrt, dass wir voll Heiligen Geistes sein sollen und dass wir die Psalmen und Loblieder singen und spielen sollen. Paulus selber sagt, er betet im Geist und im Verstand, er singt im Geist und im Verstand. Hier merken wir, es ist da ein Zusammenhang, nämlich dass wir unser Hingabe, unser Lob, unser Dank Gott auch in dieser Form bringen dürfen, in Lobpreisliedern, in Betungsliedern, in Chorussen. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns das doch mit Freuden tun, weil er verdient unser Lob. Gott segne euch, wir sehen uns dann nächste Woche gerne wieder.